VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services. Ja, herzlich willkommen, liebe Medienvertreter, liebe Gäste unten im Sparkassenforum und drüben im Fantreff zur PK. Nach dem Ländle-Duell gegen die SG Sonnenhof Groß-Asbach entstand 2:0. Wir gehen direkt rein in die Analyse mit unserem Gästecoach Oliver Zappel. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Zunächst mal herzlichen Glückwunsch an den VfR für die drei, glaube schon sehr, sehr wichtigen Punkte. Wir hätten diese drei Punkte heute auch sehr gerne mitgenommen. Wir hatten uns auch eigentlich fest vorgenommen, hier heute einen klaren Plan ausgestattet und gut und top motiviert auf den Platz zu kommen. Umso erstaunlicher war, dass sicherlich nicht nur für uns auf der Bank, sondern auch für viele auf der Tribüne, das, was sich da insbesondere in den ersten 20 Minuten abgespielt hat. Wir sind überhaupt nicht ansatzweise mal in eine Phase hineingekommen, wo man sagen konnte, das ist die SG, das sah alles so ein bisschen so aus, als wären wir hierher gekommen und hätten ein bisschen Blei in den Beinen. Das erste Tor spricht so ein bisschen Bände. Ich glaube, über die Abseitsposition muss man sich nicht unterhalten, das hat man deutlich gesehen. Trotzdem hätten wir ja auch die Chance gehabt, diese Ecke zu verteidigen. Und wenn dann ein Kopfball aus 12 Meter Entfernung bei uns im Netz landet, dann liegt das sicherlich nicht nur an der Abseitsentscheidung, sondern auch an der Zuteilung und an der Art und Weise, wie wir solche Bälle verteidigen. Ein bisschen exemplarisch für unseren Auftritt stand dann auch das zweite Tor im Blickpunkt. Ich glaube, wenn bei uns die Spieler den Arm heben und anzeigen, dass beim Gegner ein verletzter Spieler auf dem Platz liegt, dann hat das wenig mit Drittliga-Fußball zu tun. Da hat man erkannt, dass da irgendetwas nicht im Gleichgewicht ist und einer hat das dann zu Ende gespielt und das Tor erzielt, kurz vor der Halbzeit. Das hat uns sicherlich dann auch nochmal einen kleinen Knacks gegeben. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass wir in der zweiten Halbzeit ein anderes Gesicht gezeigt haben, uns auch Torchancen erspielt haben und darauf einmal auch gezeigt haben, wie unser Plan eigentlich hätte aufgehen können. Und trotzdem passte es ins Bild, dass wir dann zweimal Aluminium treffen und der Ball dann auch irgendwie nicht ins Netz wollte. Insofern ein völlig verdienter Sieg für den VfR heute und eine nicht so schöne Leistung unserer Mannschaft. Danke. Danke, Oliver Zappel. Peter, bitte deine Stellungnahme zum Spiel. Ja, ich denke, der Oliver hat im Großen und Ganzen schon alles gesagt, hat die Sache richtig gesehen. Wir haben in der ersten Halbzeit sind wir insgesamt besser ins Spiel gekommen. Für uns waren es eben positive Momente, dass man dann eben auch in Führung geht mit dem 1 und 2-0, sodass wir in der Halbzeit mit einer guten Führung, aber nie mit einer sicheren Führung reingegangen sind. Man hat schon der Mannschaft angesehen, dass sie irgendwo ein Stück weit nervös war und das hat sich dann in der zweiten Halbzeit auch nochmal verstärkt, obwohl wir in der ersten Halbzeit in der Pause gesagt haben, wir müssen das Spiel nicht verwalten, wir dürfen es nicht verwalten, wir müssen versuchen auf ein 3-0 zu gehen, damit wir aggressiv bleiben, damit wir uns nicht dann zurückdrängen lassen. Das ist aber dann doch passiert, sodass wir dann in zwei, drei Situationen auch Glück gehabt haben, wo wir aber, muss ich ehrlicherweise sagen, auch manchmal Situationen spielen, wo ich dann auf der Bank auch trotz guten Temperaturen einen Schüttelfrost kriege, wo wir ganz einfache Dinge dann nochmal heiß machen, selber dann den Gegner dann einladen durch ja, total falsche Entscheidungen. Wenn klar geklärt werden muss, dann nimmt der Sascha den noch auf der Brust an und wir geben dem Gegner doch noch die Möglichkeit, in dieser Zone dann selber noch was zu machen. Und da ist es so, dass wir also nie so richtig sicher sind, sondern irgendwo immer ja, so ein aufflammendes Ding haben, wo wir den Gegner dann auch einmal nochmal einladen. Der hat heute zum Glück die Einladung nicht angenommen und wir haben das Spiel dann unterm Strich 2-0 gewonnen. Ich denke auch vielleicht nicht ganz aufgrund der ersten Halbzeit unverdient, aber wir haben gesehen, wenn wir dann in der zweiten Halbzeit unter Druck kommen und dann der Gegner richtig gefahrvoll nach vorne spielt, dass es dann auch immer noch eng werden wird. Was wir abstellen müssen, ist die eigenen Situationen, die wir heiß spielen. Aber sonst sind wir natürlich der
Oliver hat es ja gesagt, für uns war es heute ein sehr wichtiges Spiel nach der Situation von gestern. Und insofern bin ich natürlich und die Spieler auch froh, dass wir das jetzt erstmal heute so hinbekommen haben. Aber es wird auch viele Auf und Abs geben. Heute war es mal wieder ein Hoch. Wir müssen mit der Situation in Ruhe umgehen und versuchen, von Spiel zu Spiel die mögliche Punktzahl dann zu erreichen, die dazu führt, dass wir möglicherweise die Klasse halten. Danke. Danke, Peter. Und damit geben wir die Fragerunde frei. Wir bitten um ein kurzes Handzeichen. Timo. Herr Vollmann, losgelöst von der gestrigen Nachricht, kann man sich dieses Spiel sicherlich nicht sehen. Wie stolz sind Sie auf die Mannschaft vielleicht heute auch? Ich bin eigentlich immer stolz auf die Mannschaft, weil wir alles das, was wir so erfüllen müssen, was wichtig für eine Mannschaft ist, Teamgeist, Kampfgeist, Moral und diese ganzen Dinge, die sind dann in der Mannschaft drin, aber die sind in der ganzen Saison schon drin. Die sind jetzt nicht erst seit gestern Abend innerhalb der Mannschaft, ist das so gewachsen, sondern das ist eigentlich die ganze Saison zu. Wir haben immer noch so Ausreißer, so wie Manze Morris hat heute irgendwo das Spiel mit gewonnen, aber irgendwo ist er dann auch so, dass, und das habe ich mir auch in der Halbzeit gesagt, wenn er das Spiel zu Ende spielen will, dann muss er sich in der zweiten Halbzeit anders mit dem Schiedsrichter stellen, wie er das bisher gemacht hat. Und insofern sind das so kleine Punkte noch, aber sonst ist es eben so, dass wir, ich glaube, mein Kollege ist das sieht man auch bei seiner Mannschaft, ja, wir leben eben von unserer Moral, von unserem Einsatz und zwischendurch können wir auch beide Fußball spielen. Oliver, du hast eben schon selber angedeutet, es war kein schönes Spiel. Wir haben unter der Woche gesprochen, da hast du gesagt, wir sind nicht zwingend in der Bringschuld, aber wir wollen in allen erfolgreich abschließen. Aber da war man heute weit entfernt. Ja, ich denke, das habe ich auch ausreichend ausgeführt, dass wir hier was ganz anderes vorhatten. Wir sind sehr enttäuscht. Und ich glaube, so als Quintessenz aus diesem Spiel sollten wir mitnehmen, dass wir schön die Kirche in unserem Dörflein lassen sollten mit all dem, was wir so von uns geben, innerhalb und auch außerhalb unseres Clubs. Es sind Tagträumereien in dieser Woche verstärkt, auch in den Medien präsent gewesen, die vielleicht auch den ein oder anderen Fokus von diesem Spiel abgelenkt haben. Und von daher, glaube ich nochmal, sind wir gut beraten, wenn wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Das Wesentliche bedeutet für uns immer noch, dass wir Punkte holen müssen und das möglichst schnell. Und dann, wenn wir 45 Punkte auf dem Konto haben, dann ist es auch mal wieder erlaubt, den einen oder anderen Traum sich zurechtzulegen. Aber ansonsten konzentrieren wir uns jetzt auf das nächste Spiel. Das wird schwer genug und da haben wir jetzt eine Woche Zeit, weil wir unter der Woche eben nicht spielen. Und ob das ein Vorteil oder ein Nachteil ist, das werden wir dann am nächsten Wochenende sehen. Aber wie erklärst du dir diese Leistung gegenüber am letzten Samstag gegen Frankfurt? Ja, ich habe es ja schon gesagt. Also ich denke, es war zu viel Ablenkung in dieser Woche dabei. Ich glaube, die Spieler sollten schon auch den Fokus nicht verlieren und der Fokus liegt auf dem Klassenerhalt und auf nichts anderem. Und wenn man um den Klassenerhalt spielt, dann muss man grundsätzlich erstmal auch eine ganz andere Haltung zu Beginn eines Spiels an den Tag legen. Und diese Haltung hatten wir in den vergangenen Wochen eigentlich immer. Wir haben versucht, sofort präsent zu sein und vor allen Dingen auch sofort anzudeuten, dass es nicht so einfach ist, an uns vorbeizukommen. Heute sah das in den ersten Minuten leider gleich ein bisschen anders aus. Da sah es eher so aus, als würden wir angesichts der traurigen Situation von gestern Abend so ein bisschen auf Rechnung tragen und ein paar Gastgeschenke mitgebracht haben. Und das war einfach für uns heute nicht gut. Gibt es weitere Fragen? Hallo. Das Mikro nach vorne. Ach, ja. Timo. Nein. Ich habe den Daniel Bernhardt gerade auch gefragt, der Zeitpunkt der Veröffentlichung gestern Abend, der ist da sicherlich nicht der günstigste gewesen. Wie geht man da mannschaftsintern mit um? Konnte man da überhaupt irgendwie darauf reagieren? Wurde das thematisiert oder wurde das tabuisiert? Also wie sind Sie damit umgegangen? Tabuisiert nicht, das haben wir die ganze Zeit noch nicht gemacht, aber das ist für richtig egal. Wir haben gestern Abend, als ich die Nachricht bekommen habe, habe ich die Mannschaft informiert und haben dann heute nochmal nach der eigentlichen Mannschaftssitzung, wo wir uns dann so ein Stück weit natürlich erstmal auf unsere Einstellung und unsere Arbeit
wie wir es machen wollen, beschränkt haben. Und danach habe ich dann noch ein paar Worte zu der Mannschaft gesagt, wie die Situation ist. Und es war allen sofort klar, dass wir den Angriff starten wollen. Und ich habe der Mannschaft ganz einfach gesagt, wir sitzen da im Boot und da darf keiner vom Bord gehen. Alle müssen weiterhin mit paddeln. Und wenn wir das machen, dann können wir die Situation stemmen. Aber es wird jetzt noch ein ziemlich schwieriger Weg, weil ich sage das nochmal, wir werden jetzt auch Situationen haben, wo wir dann, heute sind wir über den Strich, wo wir dann auch mal vielleicht wieder dann runter sind. Und da muss man versuchen, die Nerven zu behalten und immer wieder alle an Bord bleiben. Keiner darf an Bord gehen, alle paddeln. Und wenn wir das machen in der Woche und im Spiel, dann haben wir in der bisherigen Saison gezeigt, dass wir auch ganz gut mithalten können. Und insofern ist die Situation, ich habe es gerade schon gesagt, wir müssen einfach die Saison 55 Punkte holen für den Klassenerhalt. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir die Klasse gehalten. Alle Mann ran ans Ruder. Ran ans Ruder auch in der neuen Woche. Gib mir den Hinweis zum Schluss noch aufmerksam zu machen, dass wir keine PK haben vor dem Auswärtsspiel am Dienstag gegen den Hallischen FC. Also alles, was diese Partie angeht, bitte direkt im Nachgang gleich abklären oder dann im Laufe des morgigen Tages. Wir sehen uns hier dann wieder an dieser Stelle nächsten Samstag gegen den MSV Frankfurt. Danke beiden Trainern. Guten Heimweg, ist Gott sei Dank nicht ganz so weit für die SG und alles Gute Oliver Zabel und seiner Mannschaft für den weiteren Saisonverlauf und dann bis nächsten Samstag. Tschüss. VfR TV wird Ihnen präsentiert von Cloud4U, Ihrem regionalen Partner für sichere Hosting und Cloud-Services.